Oh mein Gott, Leute, es ist endlich soweit. Ihr könnt schon sehen, Leute, was für einen Gleiter ich mir freigeschaltet habe. Ihr wisst ja alle, Appa ist aktuell entführt und keiner weiß, wo Appa sich befindet. Aber soll ich euch eins sagen, Leute? Es ist ein geheimes Update rausgekommen und ich könnte heute Appa finden. Es ist nicht zu 100% sicher, aber ich werde es in dieser Runde versuchen. Aber das wird komplett schwer sein und ich weiß auch nicht, ob das überhaupt möglich ist, Leute. Ihr wisst ja alle, dass Appa und Aang hier hinten in der Ecke eingefroren war. Dann ist der Gletscher geschmolzen und Aang hat die vier mythischen Fähigkeiten auf der Map verteilt und auch selbst Aang ist als NPC auf der Map verfügbar. Aber leider ist Appa nirgends zu finden. Mit dem gestrigen Update kann man nun den Appa-Gleiter freischalten und das habe ich ja auch schon gemacht. Dieser Gleiter sieht so, so nice aus. Aber noch keine Spur von Appa selbst. Aber heute werde ich euch das Gegenteil beweisen und wir werden Appa finden. Und dafür habe ich mir wieder Hilfe geholt. Ivano ist mit am Start. Was geht, Bro? Yo, 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 yo. Denn heute werden wir das Unmögliche möglich machen. Ihr seht auch schon, dass ich den Avatar in der zweiten Variante freigeschaltet habe und auch ausgerüstet habe. Denn ihn brauchen wir, damit wir Appa, wie soll ich sagen, finden können. Und Leute, ganz, ganz wichtig, mein eigenes Lami ist jetzt endlich draußen, aber ihr müsst sowas von schnell sein, denn das Bundle mit dem T-Shirt, der Autogrammkarte von mir, ist auf 333 Stück limitiert. Also geht jetzt auf flakes.de, wenn ihr noch was haben wollt und gönnt euch. Es lohnt sich auf jeden Fall. Das Lami ist einfach so süß und es ist mein eigenes Lami. Ivano, ist alles klar bei dir? Ich habe Vollschaden, bist du viel bekommen? Ivano, ich muss mich auf dich verlassen, ne? Ja, alles gut, alles, ja. Alles, alles, alles. Ich verstehe schon. Das Erste, was wir heute machen müssen, ist mit Katara sprechen. Denn heute werden wir mit allen vier Bändigern reden. Also mit Katara, Zuko, Aang. Und natürlich dürfen wir Toph nicht vergessen. Und bei jeder dieser NPCs bekommen wir auch die mythischen Fähigkeiten. Und das habe ich heute vor. Wir werden heute in dieser Runde versuchen, als Avatar alle mythischen Fähigkeiten zu benutzen. Und wir dürfen auch nur diese Fähigkeiten benutzen. Müssen sie erstmal alle im Inventar haben. Und Ivano hat auch eine besondere Aufgabe, denn er muss alle Medaillons finden. Beziehungsweise alle Medaillons holen. Einmal im Brawlers Battleground, in Mount Olympus, in Grimgate und in der Underworld. Ich kümmere mich um die mythischen Fähigkeiten und Ivano um die Medaillons. Und wenn ich als Avatar alle Fähigkeiten habe und alle Medaillons, müssen wir noch zu einem Ort gehen und dort können wir dann Appa retten. Hoffe ich zumindest. Denkst du, wir schaffen das, Ivano? Natürlich schaffen wir das. Das ist easy. Ja, sieht man an deinem Leben, ne? Sieht man an deinem Leben. Und ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Natürlich werde ich heute wieder einen von euch adden, der meinen Creator-Code KUSKUS im Itemshop eingetragen hat. Und zwar habe ich mir jemanden aus den Kommentaren ausgesucht, der mir gesagt hat, dass er meinen Creator-Code eingetragen hat. Ich hoffe, du hast es auch wirklich getan. Ich vertraue euch da natürlich. Und zwar ist es der liebe Luki4415. Sein Epic Games-Namen habe ich jetzt hier eingetragen. Und der Epic Games-Name ist sogar richtig. Freund hinzufügen. Let's go. Die Anfrage ist verschickt. Ich muss mich jetzt echt beeilen und gehe hier mit meinem neuen Gleiter direkt zum nächsten NPC und zwar Aang. Ich hoffe, wir werden das in dieser Runde schaffen, denn das ist wirklich sehr, sehr schwer, alle mythischen Bändiger Fähigkeiten zu bekommen und die Medaillons zusätzlich. Ey, das wird zu krass, aber ich hoffe, mit Ivano werde ich das Ganze schaffen. Hoffe ich zumindest. Ja, natürlich hast du das. Hast du schon ein Medaillon? Hol jetzt gerade. Also du hast jetzt gleich das erste Medaillon. Jo. Und du brauchst noch drei. Ja, ja, ich habe Luftbändigung gefunden sogar. Luki hat sogar gerade die Anfrage angenommen. Und ich muss ja jetzt eh zu jedem NPC gehen und jeder NPC gibt mir eh die Fähigkeiten. Und hier müsste irgendwo Aang sein. Und ich hoffe auch, Luki lädt mich jetzt nicht die ganze Zeit hier ein. Okay, hier müsste ich jetzt Aang finden. Und ihr wisst ja, Aang hat ja nicht den Avatar-Stil, sondern die normale Variante. Und deswegen sprechen wir jetzt mit ihm und holen uns hier die Luftbändiger-Fähigkeit ab. Ey, das wird so krass, diese Challenge. Und ihr müsst das Ganze auch so machen, wie ich das Ganze hier mache. Oh, hier ist ein Gegner. Hier ist ein Gegner. Ivano,
Das wird sehr, sehr schwer. Okay, ich hab ihn. Wir müssen uns halt beeilen wegen der Zone. Holy moly, Macaroni. Wir werden, glaube ich, die ersten Spieler sein, die Upper finden und befreien. Hoffe ich zumindest. Ich muss jetzt hier nach oben gehen, denn hier irgendwo befindet sich die Feuerfähigkeit. Habe ich hier in Erinnerung? Irgendwo da hinten. Zum Glück habe ich hier die Luftbändigerfähigkeit. Mit der kann man halt übel krass moven. Und Ivano, dein Leben? Was ist da los? Gar nichts. Ach so, wirklich gar nichts? Bist du dir da sicher? Nee, glaube schon, ja. Ich schau mal, wo du gerade bist. Oh, du bist immer noch in der Zone und du musst noch zu Mount Olympus? Ist das dein Ernst? Ich hab alles gut, ich hab alles. Warst du aber schon bei Mount Olympus oder erst bei Brawlers Battleground? Ich bin jetzt fertig. Mit beiden? Brawlers. Aber nicht mit Mount Olympus? Ich bin gleich fertig, natürlich. Leute, ich glaube, das wird heute nichts. Ich glaube, ich muss noch in die Zone gehen und gleich Ivano retten. Der wird gleich genug sein. Das ist auch in der Zone. Ich weiß, du bist extrem langsam, Bro. Und hier ist ein Lami, Bro. Hier ist ein Lami. Holy moly, Macaroni. Und nicht nur hier habe ich ein Lami gefunden. Ich habe auch hier mein eigenes Lami, was ihr euch auch gönnen könnt auf flakes.de. Jetzt habe ich hier einfach zwei Lamis. Eins in echt und eins in Fortnite. Holy moly, Macaroni. Aber Leute, ganz, ganz wichtig. Limitiert auf 333 Stück. Ihr könnt ja mal nachschauen, ob noch was da ist. Wenn nicht, dann habt ihr leider Pech gehabt. Aber ich würde mal zur Sicherheit nachschauen. Link ist unten in der Beschreibung. Und jetzt muss ich mich aber hier beeilen und das Lami leider durchsuchen. Und dann explodiert das Lami. Aber zum Glück habe ich ja noch eins in echt. Holy moly, Macaroni. Oh, leider nicht viel. Okay, die Medkits nehme ich mit. Und jetzt geht... Oh nein. Oh nein. Was will er denn hier? Okay, hab ihn. Digga, die überraschen mich hier immer so, die Gegner. Und ich bin hier so fokussiert auf diese Challenge, um Upper zu befreien. Wo ist der? Bin ich gerade komplett lost? Ivano ist auch komplett konzentriert. Der redet gar nicht. Normalerweise redet der so viel, aber ist komplett konzentriert. Okay, wir müssen uns beeilen. Wo ist jetzt hier Zuko? Okay, da hinten. Ich sehe es auf der Minimap. Da gehen wir direkt hin, Leute. Und zwar müssen wir hier jetzt runtergehen und direkt mit Prinz Zuko reden. Holy moly, das wird was. Wir reden direkt mit ihm. Und das ist hier der dritte NPC, mit dem wir geredet haben. Und hier gibt es auch die Feuerfähigkeit. Okay, wir haben jetzt 3 von 4 Fähigkeiten. Und jetzt muss ich in die Mitte gehen zu Toph. Hier sind Gegner. Die checken auch nicht, dass ich hier bin und ich habe halt nur die Fähigkeiten, um mich zu verteidigen. Wir versuchen das Ganze mal mit Feuer. Ey, die Feuerfähigkeit. So schnell wie möglich. Oh nein, Ivano, ich habe hier einfach nur die Fähigkeiten. Ich darf auch nur die Fähigkeiten benutzen. Denn wir müssen halt Upper beweisen, dass wir der echte Avatar sind. Mit allen Medaillons und allen mythischen Fähigkeiten. Weil sonst wird das nichts und Upper wird nie aus seinem Versteck rauskommen. Und wir werden ihn heute aber retten. Das wird so spannend. Ich muss hier weg. Was? Nein, jetzt bist du der schlechte Flakes. Ivano, ich würde mal sagen, Ruhe. Ich muss hier direkt mal abhauen. Digga, die haben mich komplett gelasert. Das Ding ist, ich habe halt nur die mythischen Fähigkeiten und mir fehlt noch eine. Oh, Ivano, hast du was zu healen? Green Life. Oh, hier ist so viel Loot. Hier fighten die auch. Digga, ich muss hier weg. Ich beschütze dich. Ich muss in die Mitte jetzt gehen. Oh nein, vor mir ist auch ein Gegner. Okay, okay, schaffst du es? Bist du schon raus aus der Zone? Ja, aber... Okay, jetzt. Okay, okay, let's go. Noch welche. Digga... Hau einfach ab, wenn es geht. Hau ab. Ja, bin, ah, da bist du. Dir, let's go. Okay, okay. Dann komm mit mir zusammen jetzt zu Toph. Ich muss noch mit ihr sprechen. Dann habe ich mit allen 4 NPCs gesprochen. Habe dann alle 4 mythischen Fähigkeiten. Let's go. Die haben die hier noch nicht genommen. Zack. Dann gönne ich mir hier noch das hier. Und jetzt müssen wir uns Richtung Upper machen. Und zwar gehen wir jetzt zu Grimgate. Denn da gibt es ja natürlich ein Medaillon. Und dann müssen wir zu The Underworld. Bro, Ivano, ich bin dir ehrlich, wir schaffen das nicht. Es wird so spannend. Komm, du musst dich beeilen. Lass die Gegner, lass die Gegner. Komm, komm, komm. Ja, ich will Medkit kaufen. Oh, okay, das ist gut. Gute Idee, denn wir müssen jetzt in die Zone gehen, Bro. Komm zu meiner Markierung, okay? Wir müssen jetzt zu Grimgate das dritte Medaillon holen. Und danach müssen wir zu The Underworld. Denn dort wird Upper gefangen gehalten. Und wenn wir Hades mit allen mythischen Fähigkeiten und allen Medaillons eliminieren, kann es sein, dass wir Upper befreien oder Upper automatisch rauskommt. Oh, nice. Es macht jetzt nächste Round oder übernächste Round macht Feiertix. Ja, ja. Also wir müssen uns wirklich beeilen. Ja, wir können die jetzt hier erstmal alle rauslocken. Ich kann hier zum Glück noch außerhalb dem Sturm fighten. Du musst mir helfen, du musst jetzt kommen. Die Wölfe haben doch Fleisch. Ja, ja, kannst du mitnehmen. Ich kann halt nichts mitnehmen. Ich kann auch nichts mitnehmen. Hä? Du musst doch nicht alle Fähigkeiten mitnehmen, nur die Luftbändiger, damit du schnell unterwegs bist, weißt du? Ja, hab ich. Okay, okay. Pam, AR. Ich gönne mir jetzt hier ein bisschen Fleisch.
Oh nein, jetzt kommt die Zone. Wir müssen uns sowas von beeilen, Bro. Ich weiß echt nicht, ob wir das schaffen. Willst du den killen? Ich gehe schon mal zu Hades und beschwöre ihn. Mach das. Ah, du. Okay, du kannst ihn gleich killen und dann kommst du, okay? Ich helfe dir ein bisschen. Ah, das könnten wir. Ich glaube, zusammen ist schlauer, wenn wir das zusammen machen. Ja, dann geht's schneller. Wow. Oh mein. Yo. Was geht bei ihm ab? Komm, 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 komm. Let's go. Stark. Okay, jetzt müssen wir weiter. Komm, weiter, weiter, weiter. Direkt Luftbändiger-Fähigkeit nehmen. Und wir müssen jetzt zu der Underworld. Holy moly, holy moly. Digga, alles verbuggt hier. Let's go. Du hast alle drei Medaillons, oder? Dabei. Ja. Ja, ja. Digga, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Und gleich werden wir auch Appa sein Gebrüll hören. Ihr wisst, der wird ja von Hades in der Underworld festgehalten. Digga, ich weiß nicht. Jetzt macht es, glaube ich, 5er-Ticks, kann es sein? Nee. Glaubst du vielleicht nicht? Vielleicht 2er vielleicht. Okay, ich warte, hier ist ein Slurptruck, komm her. Hast du AR-Moon? Ich habe alles, ich kann dir alles droppen hier. Wir müssen ihn direkt beschwören. Ich will Appa einfach befreien. 1er-Ticks. 1er-Ticks immer noch? Zum Glück, ja, zum Glück. Oh, nice, nächste das ist sehr, sehr nice. Erst. Erst 2er-Ticks dann? Ja, nächste Zone ist 2er-Ticks. Okay, okay, dann heal ich mich ganz kurz zur Sicherheit. Und dann beschwören wir ihn. Oh mein Gott, Leute. Okay, sag, wenn ich soll. Ja, mach, 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 mach. Ich mach uns hier eine Wand. Bam, easy. Oh nein, da kommt er jetzt raus. Ja, easy. Oh mein Gott. Und Leute, ihr könnt gerade auf Appas Gebrüll hören. Ivano, hörst du's? Oh mein Gott, der Arme tut mir so leid. Der tut mir wirklich so leid. Hades ist einfach so ein Bösewicht und hält hier einfach jeden fest. Entführt jeden, den wir lieb haben sozusagen. Oh mein Gott, Midas wurde hier auch festgehalten. Und jetzt hat er noch Appa hier. Digga, das kann nicht wahr sein. Digga, hörst du, wie er brüllt? Der Arme tut mir so leid. Digga, wie laut. Ja, Mann. Okay, wir müssen... Oh, let's go, let's go, let's Was? Go. Was? Ich hab Sturmflut. Was? Dann ich hab Sturmflut, ich bin zu lange. Ja, dann gib mir jetzt alle Medaillons, gib mir alle Medaillons. Wir müssen jetzt eigentlich direkt den epischen Sieg holen und dann wissen wir, was mit Appa los ist. Denn ich habe jetzt alle mythischen Fähigkeiten von Avatar und alle 4 Medaillons. Das hat wahrscheinlich noch keiner von euch geschafft und ich hoffe, wir sehen jetzt gleich, was passiert, wenn wir den epischen Sieg holen. Digga, diese Brille von Appa die ganze Zeit, der weiß, dass ich hier bin, aber ich dachte eigentlich, dass er jetzt hier ausbricht, aber immer noch nichts ist passiert. Wir müssen halt jetzt so schnell wie möglich in die Zone gehen. Ich glaube, ich bin in der Zone. Ich bin in der Zone. Ich bin in der Zone. Oh, ich schaff's. Ich schaff's. Ich schaff's. Oh mein Gott. Ich hoffe, hier ist kein Gegner. Was ist? Bist du da? Die Sturmkrankheit! Nein, 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 nein. Ich bin vor der Zone. Okay, okay, krabbel weiter, krabbel weiter. Ich hol dich, ich hol dich. Ich heal mich gerade. Zum Glück bin ich extrem schnell. Ich baue uns ein. Digga, wenn uns jetzt hier jemand sieht, das wäre gar nicht gut. Schnell, 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 schnell. Ja, ja, ich mach, ich mach, nein. Ich mach. Ich mach direkt Splashies. Ja, es sind noch 11 Spieler auf der kompletten Map. Ich bin hier als Aang der zweiten Variante, also dem Avatar unterwegs, mit allen mythischen Fähigkeiten. Holy moly, und den Medaillons und dem Appa-Gleiter. Aber warte mal, wir hören nichts mehr, ne? Appas Schreie, die waren wirklich bei The Underworld. Oh, wir können hier riften, Bro. Rift, rift, rift. Holy moly, Macaroni, Digga, wie spannend ist das Ganze? Und hier sehen wir wieder den Appa-Gleiter. Ey, die sind hier unten am Fighten. Ich würde sagen, wir gehen einfach in die Zone, okay? Schaffst du es? Geh da weg. Warum bist du so schnell runtergegangen? Ich bin... Oh, guck mal, wie die dich lasern, Bro. Du bist gleich wieder down. Ist doch nicht dein Ernst. Hallo? Alles gut bei dir? Ivano? Ich höre dich nicht, Ivano. Ich bin weggekommen, Moment. Okay, okay, okay. Ich bin jetzt in der Mitte von der Zone. Ich baue mich jetzt ganz kurz ein. Holy moly, ich muss erstmal durchatmen, Leute. Digga, was ist das für eine Runde? Die haben mich totgelasert. Das war's komplett. Ich habe 4 Kills. Wie viel hast du? Ich habe 6. Nee, 5. Okay, okay, okay. Aber hast du irgendwas jetzt freigeschaltet oder so? Nee. Also irgendwas, was mit Appa zu tun hat oder irgendein Secret oder sowas? Nee. Es lebt nur noch einer. Was? Digga, irgendwas ist hier komisch. Warte mal, wir müssen uns vielleicht anfreunden oder so. Ey, es kann halt sein, dass es ein kompletter Schwitzer ist. Lass in die Zone, lass in die Zone, komm. Ich weiß halt nicht, ob wir jetzt irgendwas machen müssen. Ich sehe ihn. Siehst du ihn? Ist es ein Schwitzer? Er ist im Wasser. Der hielt sich, oder? Der hielt sich. Oh mein Gott, der Arme tut mir so leid. Wie, was macht der? Ah, Bro, warum hast du ihn angeschossen? Jetzt hat er uns gesehen. Achso, geht es? Komm, versuch du dich anzufreunden. Geh hin, egal ob er dich killt oder nicht. Versuch, sonst mache ich den Rest. Versuch dich anzufreunden, ich bleib hier in Deckung. Weil vielleicht müssen wir freundlich sein, dass wir Appa befreien können. Dass es irgendwie Fortnite checkt. Weißt du, wie ich meine? Nee, der holt dich, ne? Okay, nein. Bro, ich muss ihn killen. Ich muss den letzten Kill mit den Fähigkeiten machen. Nee, der will sich nicht anfreunden. Ich mache jetzt was Krasses, Bro. Ich mache was komplett Krasses. Warte. Ich mache jetzt den hier. Spring nach oben. Wechsel auf die Fähigkeit. Und... Und... Wir haben den epischen Sieg geholt mit allen mythischen Avatar-Fähigkeiten.
allen vier Medaillons. Aber irgendwie haben wir jetzt irgendwie eine Info zu Appa. Digga, wie kann man Appa befreien? Ich check's nicht. Leute, schreibt's mir unbedingt in die Kommentare, ob ihr was Neues herausgefunden habt. Dann werde ich dazu auf jeden Fall auch ein Video machen. Kuss geht raus, euer Flakes. Ciao.